Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Duett, dem Operntalk des Förderkreises der Deutschen Oper Berlin. Mein Name ist Silke Alsweiler-Lösch und ich bin die Geschäftsführerin des Vereins. Wie schön, dass Sie uns bei einer weiteren Podcast-Folge zuhören, mit der wir Sie alle in Corona-Zeiten unterhalten wollen. Blicken Sie mit mir und meinen Gästen hinter die Kulissen unseres Opernhauses. In einer Zeit, in der ein Opernhaus schweigen muss, wollen wir mit denen sprechen, die sonst im Haus für die wunderbaren Abende der Deutschen Oper Berlin sorgen. Wir sind erneut im Mausoleum, das Sie alle von den Einführungen mit Jörg Königsdorf kennen. Und es heißt im Hausjargon Mausoleum, weil hier die Büsten wichtiger Persönlichkeiten stehen. Natürlich ist für den nötigen Pandemieabstand auch zwischen meinem Gast und mir gesorgt. Heute bin ich im Duett mit Jeremy Bynes, Leiter des Chores der Deutschen Oper Berlin. Jeremy, obwohl du schon seit der Saison 2017-2018 bei uns am Haus bist, stelle ich dich den Hörerinnen und Hörern kurz vor. Du bist 1977 in Belfast geboren, aber in England in Canterbury aufgewachsen und nach deinem Studium an der Universität Cambridge und der Ausbildung zum Chorrepetitor am National Opera Studio in London warst du zuletzt als Chordirektor des vielfach hochgelobten Chores in Glyndebourne tätig, den du 2009 übernommen hattest und der im Jahr 2016 für den International Opera Award nominiert wurde. Über deine weiteren Stationen, warum du in Berlin gelandet bist und was Chordirektor in dieser Pandemie bedeutet, das wollen wir heute unter anderem besprechen. Herzlich willkommen, Jeremy. Hallo, freut mich. Hallo. Hi, danke, dass du hier bist und dir die Zeit genommen hast, um mit mir das 12. Podcast-Duett zu wagen. Gerne. Jeremy, wie kam es, dass du Chorleiter werden wolltest? Bist du ein Billy Elliot aus dem wunderbaren Film I Will Dance? Also ein Junge, der gegen den Widerstand diesen Weg einschlug? Oder kommst du aus einer musikalischen Familie? Wie ist deine Leidenschaft für Chöre entbrannt? Ich war gar keine Billy Elliot, aber hatte auch... Weil du nicht tanzen kannst. Ja, nein, man will mich nicht tanzen sehen. Ich hatte auch keine echte musikalische Familie, sondern meine Eltern waren Musikliebhaber, aber könnten nichts spielen oder singen. Und zum Glück war es viel Musik in meiner Hochschule und dann an der Universität los und ich konnte in viele Ensembles... Musik machen. Hast du gesungen oder hast du ein Instrument gespielt? Ich habe Bratsche damals sehr schlecht gespielt, aber ich bin Hauptsache Klavierspieler. Ah, okay. Und spielte auch ein bisschen Orgel damals, aber das ist lange her. Ja, ich bin kein Sänger. Aber ja, als Chordirektor, ich denke, ich hatte einen ganz traditionellen Weg durch den Opernwelt, würde ich sagen. Du gesagt hattest, ich habe mein Studium als Chorrepetitor gemacht in London. Ja. Und da nach dem Studium viel als Chorrepetitor gearbeitet und als Dirigent, als Assistent zu den Dirigenten. Erzähl doch mal kurz, was du als Chorrepetitor machen musst, vielleicht für unsere Zuhörer nochmal. Also man ist als Chorrepetitor ein Ersatzorchester in die Probesaal. Mhm. Also man spielt Klavier, als ob man ein Orchester ist. Also man begleitet die szenische Proben. Die Probenarbeiten, ja, genau. Ja. Mhm. Und man macht auch Coaching mit den Sängern. Ja. Aber ich war nach dem Studium einmal in Covent Garden engagiert als Bühnendienst. Ich musste die Instrumenten auf der Seitenbühne in Boris Godunov dirigieren, cueen. Mhm. Ja. Und die Chöre in Boris Godunov sind so besonders, so aufregend, ja. Also nach die Glocken von den Krönungsszene stand ich da und hörte zu dieser wunderbare Chor in Covent Garden und da war die Leidenschaft entbrannt, war das der Moment? Richtig, ja. Gänsehaut hatte ich. Okay. Und nach ein paar Jahren hatte ich die Gelegenheit, mit dem Chor in Kopenhagen zu arbeiten, an der Königliche Oper da in Kopenhagen. Muss man da nochmal eine extra Ausbildung zusätzlich machen, wenn man Chorrepetitor ist, oder kann man das einfach dann so übernehmen, die Aufgabe? Also man muss dirigieren können und gute Ohren haben. Also wie
bei aller Dirigat. Also man muss hören können. Mhm. Aber die Stimmgruppen zusammenzuführen und solches, das lernt man doch mal extra oder das konntest man du kann, intuitiv? Ja, man kann Kurse, man kann das auch studieren, wenn man will. Aber das. Gut. Aber du konntest das schon mit der Ausbildung so leisten. Ja, ich bin Musiker. Ja, genau. Ja. Und dann kamst du nach Kleinbonn danach. Ja, das war nach noch ein paar Jahren. Und hast damit einen sehr aufsehenerregenden Weg gemacht, weil der Chor war ja sehr viel gelobt in Kleinbonn. Ja, das war ist eine wunderbare Stelle. Das ist ein Festspiel. Ja. Es dauert 4 oder 5 Monate in den Sommer und danach gibt es eine Tournee bis zum Dezember ungefähr jedes Jahr. Also das ist 8 oder 9 Monate des Jahres. Und ja, sehr spezieller Chor da, weil fast die Hälfte des Chores ist jedes Jahr neu engagiert. Neue Personen, Mit neuen, jungen Sängern. Und manche gehen dann nach 1 oder 2 Jahren auf eine Solo-Karriere. Ah, verstehe. Und zufälligerweise habe ich viele von meinen damaligen, ehemaligen Kollegen hier an der Deutschen Oper getroffen. Ah ja, ich wollte gerade sagen, nach 10 Jahren. Ja. Du bist ja auch weitergezogen dann von Kleinbonn nach Berlin. Mhm. Wie kam das? Wolltest du immer nach Berlin oder? Nein, das war ursprünglich nicht auf meinem Radar, sondern es gab dieses. Also die Stelle war frei und ich habe vordirigiert und ein Angebot wurde gemacht. Und ja, du strahlst immer noch, also das hat dich gefreut, ja? Ja, ja. Ich war sehr bequem dort in Kleinbonn, aber die Sache da, also die Niveau war wirklich sehr, sehr hoch da. Aber wir machten nur 6 oder 7 oder 8 Stücke pro Jahr mit dem Chor. Das ist hier anders. Und auch nicht die allergrößte Chöre und Opern im Repertoire. Und es war am Ende ein bisschen langweilig für mich, ich muss ehrlich Moment sagen. Ein guter Moment für eine neue Herausforderung, Ja, genau. Und hier ist es 180 Grad die andere, also mit dem Repertoire. Wir haben ungefähr 35 Stücke pro Jahr als Chortitel. Und die größte Wagnung wäre die Stücke im Repertoire. Und das ist ganz anders. Das wäre so, wenn es so wäre, wie es eigentlich sein sollte. Du hattest also 2 gute Spielzeiten, aber dann kam halt im letzten Jahr genau das, was uns alle so beschäftigt. Es war Schluss für euch. Ja. Es war sicher schwierig, dieses Kollektiv zusammenzuhalten. Wie kommt ihr denn durch die Zeit? Bist du jetzt mehr Psychologe als Chordirektor? Wie muss ich das mir vorstellen? Ja, ich muss die Momente wählen. Also wenn ich meine Kolleginnen lasse und wenn ich versuche, nochmals die zu ermutigen auf Neues. Also die ersten paar Monate waren wirklich schrecklich und danach haben wir peu à peu wieder angefangen mit ganz kleinen Gruppen auf dem Parkdeck. Ja, genau. Mit Abstand auf dem Parkdeck. Mit viel, viel Abstand. Ich denke, es war ursprünglich 4 Meter oder so. Ich weiß nicht, erinnere mich nicht jetzt. Aber das war kleine Gruppen von 8 Leute oder so. Ja. Und ja, nach und nach größere Gruppen. Und ein sehr schöner Moment war, nach der Sommerpause waren wir zurück als gesamter Chor wieder auf der Parkdeck ein paar Proben halten könnten. Aber dann musstet ihr wieder zurück in den Lockdown, wie wir alle. Ja. Wie hältst du Kontakt? Übt ihr per Zoom oder läuft das im Moment? Per Zoom nicht. Also wir haben das angefangen letztes April und Mai letztes Jahr. Und das war, funktioniert nicht. Das ist nur eine Einbahnstraße. Man kann den Kollegen nicht hören. Also es ist mit den Verzögerungen. Also üben die alleine zu Hause, wenn die was üben? Ja, also oder damals hatte ich die Kollegen ermutigt, Hausarbeit zu machen. Ja. Ich habe die Partituren geschickt und habe gesagt, also diese Woche, wir studieren diese Nummer. Mhm. Das war damals, wir übten den Matthäus Passion. Ja, genau, das wollten wir ja eigentlich auch zeigen, stimmt. Ja, wir hatten immer noch gehofft, dass dieses Jahr stattfinden würde, aber leider nicht. Leider nicht. Ja, aber jetzt wird ja etwas stattfinden, wie auch immer. Wir üben, proben gerade die Francesca da Rimini im Haus und auch da ist der Chor gefragt, endlich wieder ein Stück mit Chor. Aber wir wissen ja, dass ihr nicht mit auf die Bühne dürft. Ihr probt im Orchesterprobensaal, weil der sehr groß ist. Wie müssen wir uns das vorstellen, wenn ihr dort singt und nicht auf die Bühne dürft? Wie wird denn das vonstatten gehen? Also unsere
Singen wird übertragen von den OPS. Auf die Bühne. Durch die Lautsprecher auf die Bühne, ja. Schade natürlich, dass wir nicht auf der Bühne treten können. Und nicht agieren könnt, ne? Das ist eigentlich ein Teil von eurer Arbeit auch immer, auf der Bühne zu sein. Aber ja. Die Stück ist so, das Stück. Ich versuche mein Bestes. Ja, das ist so ist komponiert, großartig. Dass nur die Herren treten auf der Bühne eigentlich im zweiten Akt. Die Damen sind ständig auf der Hinterbühne. Ja. Und die Herren werden durch Statisten ersetzt, also szenisch. Und wir singen alle zusammen in den Machen die dann Mundbewegungen oder wie stelle ich mir das vor, die auf der Bühne sind? Ich hoffe nicht. Das wäre komisch, ne? Ja, das wäre komisch. Das wäre komisch. Was sind das, Bogenschützen oder was sind das nochmal, die Statisten dann? Ja, genau. Die zweite Akt von Francesca Redemini ist ein Kampf, eine Schlachtszene. Ne? Ja, genau. Also die schützen eine Festung. Genau. Ja. Also ihr seid im Chorraum, ihr singt und wir werden aufzeichnen. Das ganze Stück, weil wir werden es nicht zeigen können, analog und auf der Bühne, weil wir auch im März ja noch nicht spielen dürfen. Ja, ja, interessant. Auf Arte lief neulich, das habe ich dir schon mal erzählt, das deutsche Requiem von Brahms aus dem Opernhaus in Zürich. Und dort waren Chor und Solisten im Zuschauerraum verteilt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Und solche Verteilungen des Chores im Raum, das hatten wir ja mit der AIDA auch schon mal probiert. Das hat manchen gefallen, manchen nicht. Gibt es denn noch sonst andere Möglichkeiten für einen Chor im Moment aufzutreten oder sich zu präsentieren? Es gibt also so viele Möglichkeiten. Wir haben in August, September, Oktober ein bisschen experimentiert mit verschiedenen Räumlichkeiten hier in der Oper und auch natürlich der Zuschauerraum. Aber hier ist es nicht so einfach. Wir haben einen sehr großen Zuschauerraum. Ja. In anderen Häusern, wenn es ein bisschen kleiner ist und also, intimer, wie sagt man, so Hufeisenform. Ja, Hufeisenform, sagen wir so, ja, genau. Und wir sind hier kein Hufeisen. Also die Hufeisen, es ist einfacher. Die Logen sind auseinander sind, ne? Ja, genau, ja. Aber mit Hufeisentheatern, es gibt also Logen neben an den Bühnen. Das haben wir. Haben wir kaum. Also nicht so, dass wir es zuordnen. Ja, richtig. Es ist nicht so günstig hier. Und dann ist es so, dass der Klang nicht zustande kommt. Oder was passiert? Ja, das Ensemble ist sehr, sehr schwierig, wenn der Chor gestreut ist durch den Parkett. Und auch den Klang, man kriegt nicht den normale runde Klang. Im OPS sind wir da sehr bequem im Vergleich. Ja. Man hört sich gut. Und auch mit 2 Meter Abstand hat man den Gefühl, dass man wirklich sich selbst hört und als Solist, quasi als Solist singt, aber man kann die anderen auch noch hören. Und wenn ihr das einsingt, werdet ihr aufgezeichnet oder werdet ihr live auf die Bühne geschaltet? Wie funktioniert das? Also alles live auf die Bühne geschaltet. Und das heißt, seht ihr dann den Dirigenten? Ja, also wir haben Ton- und Fernsehmonitoren dort in den OPS, viele, viele Mikrofonen. Ja. Dank unserer wunderbaren Tonabteilung. Ja, dank unserer wunderbaren Tonabteilung, die uns auch hier wieder verkleidet. Der Sebastian ist das, Sebastian Geier. Vielen Dank, das stimmt. Und ja, wir sind sehr gut vorbereitet. Wir können alles hören und sehen und Okay, und dann seid ihr wirklich auch ganz zeitgleich, also da gibt es keine Verzögerung oder so vom Einsatz zu dem, was ihr dann anstimmt. Ja, stimmt. Ah. Also ist direkt durch Kabel. Verbunden. Also, verbunden, ja. Wenn wir dann hoffentlich die Francesca gut geschafft haben, was gibt es denn dann für Pläne? Wisst ihr schon, was ihr als nächstes machen werdet? Es ist ein bisschen unklar, was passiert. Wir haben gar keine Chorstücke mehr bis zur Sommerpause, glaube ich, angedacht, oder? Ja, wir wissen noch nicht. Es ist sehr schwierig, Pläne zu machen wie alle jetzt finden. Also wir haben zum Glück eine sehr große Repertoire und viele Stücke, die wir quasi spontan wieder aufnehmen können. Wie schnell seid ihr, wenn ihr hört, also wir spielen jetzt morgen Carmen oder was in der Richtung? Also morgen Carmen ist ein bisschen schwierig, aber übermorgen, das schaffen wir. Das schafft ihr. Ja. Also so schnell könnt ihr das abrufen, weil ihr das alles eingestudiert habt. Theoretisch, ja. Also jetzt nach die Pausen, die wir gehabt haben, haben wir vielleicht ein bisschen Rost Das heißt gekriegt. 3 Tage. Ja. So, ja, 3 Tage. 3 Tage. Schön, aber wenn ihr ein neues Stück erarbeitet, jetzt so wie Francesca meinetwegen, ist neu, glaube ich, ist ganz neu. Wie lange braucht man dann als Chor, um das zu... Es hängt komplett davon ab, wie viel der Chor zu tun hat in dieses Stück. Also zum Beispiel Francesca Rimini,
Es ist in Chorleistung in, zu vergleichen mit Bohème zum Beispiel, also nicht ganz viel. Mhm. Die große Vorteil, mit was wir jetzt machen, singen von den OPS, ist, wir müssen den Stück nicht auswendig lernen. Ja, weil natürlich. Das dauert immer. Ja, und natürlich. Insbesondere für unsere Chor hier, der hat 40, 50 Repertoirestücke im Kopf. Ja. Es dauert immer ein bisschen, ein neues Stück da zu lernen. Das ist ohnehin beeindruckend, wie viele Stücke die Herrschaften des Chores abrufbereit haben, prinzipiell. Wenn man das anfängt, das heißt, jeder lernt erstmal seine Stimme alleine, also den Text, dann die Melodie und dann führst du das zusammen oder wie funktioniert das? Oder also habt ihr erst eine Verständigungsprobe, wie du es willst und... Also für die neuen Leute, für wem die Stücke ganz neu sind, sie haben immer Nachstudien mit meinem Kollegen Thomas Richter, der zweite Chordirektor. Ja. Und er macht für wochenlang die Vorbereitung. Ja. Für einen neuen, großen Oper fange ich sehr, sehr früh an. Zum Beispiel Heliane, vor drei Spielzeiten haben wir eine gute 6 Monate. Das Wunder der Heliane, ja, genau. Ja, ja. 6 Monate habt ihr gebraucht? Ja, also nicht jeden Tag. Also wir machen die Proben, wenn wir können. Aber Wir sind ja auch noch aufgetreten zwischendurch. Also das eher früher beginnen, um ein neues Stück zu lernen. Ja. Verstehe. Aber wenn es ein Repertoirestück ist, das ist sehr gut bekannt, dann brauchen wir nur dann ein paar Proben. Musst du das. Und was macht es denn dann ganz genau aus, dass wenn das alles vorbereitet ist und du kommst, damit es dann der perfekte Chor ist mit dem neuen Stück, was musst du noch tun und das ist da deine Aufgabe, um daraus dann so deinen qualitativ ganz hochwertigen Chor zu machen? Also erstens überprüfen, dass alles korrekt ist und alles hat den richtigen Geist und Bedeutung und Ausdruck und alles. Aber sonst, ich bin am stolzesten, wenn ich ein ganz neues Stück einstudiere. Zum Beispiel in meinem ersten Jahr hatten wir zwei sehr unterschiedliche, aber riesigen Choropern, Le Prophète und Das Wunder der Heliane. Ja, das machen wir ja jetzt auch nochmal als Stream. Und dann ist es wirklich meine eigene Arbeit, weil diese Stücke waren ganz neu für den Chor. Und also ein Chor ist ein großer Mensch mit vielen Individuellen. Und das möchte ich auf keinen Fall bremsen, diesen Instinkt genau. auf Individualität. Ja. Ja. Aber wir müssen auch eine gesamte Klang zusammenfassen, also eine Einheit. Mhm. Und diese Balance zwischen die beiden, das ist für mich immer sehr interessant. Das ist das, was du arbeitest sozusagen. Ja. Und bist du da frei oder gibt es da vom GMD oder vom Regisseur nochmal irgendwelche Wünsche? Ja, also beim Regisseur natürlich, wenn es zu spielen gibt auf der Bühne, das ist klar. Aber gibt es sonst noch, dass ihr euch besprecht, wie der Chor, ob der besonders kräftig oder zurückgenommen oder wie sich der Regisseur das? Ja, es ist immer eine Zusammenarbeit mit dem Dirigent. Ja. Ich bin in viele Aspekte ein Mittelmensch sozusagen zwischen den Dirigenten zwischen den Dirigenten, den Regisseur und der Chor. Mhm. Aber wir könnten immer unsere eigene Persönlichkeit zeigen. Ja. Und wenn es kommt zu den ersten Proben mit dem Dirigent, wir haben eine Aufgabe, etwas an den Dirigenten zu zeigen. Ich will nichts Blankes an den Dirigent geben, obwohl er oder sie immer die Freiheit hat, die Sachen zu ändern. Ja. Das ist immer möglich, natürlich. Aber ihr macht schon das, was ihr anbieten wollt. Aber normalerweise versuche ich, sehr früh mit dem Dirigent zu sprechen. Und gibt es das dann auch mal, dass man vom Regisseur einen Wunsch bekommen wurde, Chor, was weiß ich, was das und das machen soll und das geht nicht und ihr sagt, das können wir nicht machen oder müsst ihr dann doch einer hier, einer dort, einer woanders? Ja, es gibt immer Phasen, wo wenn er oder sie den Chor gestreut auf der Bühne in ungünstige Stellen oder vielleicht will er die Herren verbergen,
verbergen und die Damen zeigen oder andersrum. Und das geht nicht musikalisch. Ja. Dann wird es diskutiert. Es gibt immer ein bisschen, also Editing, leichte Editing zu tun. Ja. Du lachst noch dabei. Also ich glaube, ihr macht das dann einigermaßen friedlich. Ja, ich muss immer ein bisschen diplomatisch sein. Ja, genau. Sag mal, wenn jetzt die Arbeit wieder normal, du hast das eben anklingen lassen, welche Spuren, glaubst du, hat denn die Pandemie hinterlassen? Mhm. Also auch in Bezug auf Freude, Motivation, glaubst du, die kommen alle und explodieren oder sind die Menschen müde geworden und es fällt schwer, wieder zu beginnen? Wie schätzt du das ein? Mal sehen, also wir haben eine große Hunger, wieder auf der Bühne zu treten. Auch mit diesen Kompromissen mit Francesca da Rimini. Wir tun nicht unsere echte Arbeit, wir treten nicht auf der Bühne. Das ist das. Und ihr wollt ja auf die Bühne, das ist euer... Wir hatten ein kleines bisschen im Oktober gemacht mit Tosca und Falstaff, ein paar Vorstellungen und mit kleiner Einteilung auf der Bühne. Sie waren so spielbereit und spielfreudig. Ja, genau. Ja. Und wenn du in die Zukunft schaust, was du gerade auch sagst, was wäre denn für dich nochmal ein Stück? Wäre es nochmal ein Boris oder was Neues? Was würdest du denn wahnsinnig gerne mal nochmal mit dem Chor bearbeiten? Ja, ich bin nicht der eine, der den Repertoire wählt, auswählt, aber also ich finde, es gibt so viele sehr interessante russische Opern, zum Beispiel von Rimsky-Korsakow, Kitesch und so weiter, dass die wahnsinnig große Chor Stimmen haben. Ja. Und das wäre vielleicht sehr interessant. Beeindruckende Stücke. Aber welches ist dein Lieblingsstück, by the way? Oh, insgesamt? Ja, als Chorstück. Oh, als Chorstück? Ja. Und Lieblingsstück, das sind andere Antworten. Aber als Chorstück, Buddies. Buddies gehört noch. Ich habe so viel Leidenschaft für dieses Stück. Für dieses Stück, Aber als insgesamt, ich liebe Ravel. Mhm. Er hat leider keine große Chor-Oper. Ich wollte gerade fragen, Ravel und Chor, das hatte ich jetzt nicht sofort präsent. Also wir haben in Kleinbund damals L'Enfant les Sortilèges gemacht. Das hat eine interessante Chorpartie, die Chor müssen... Du müsstest das jetzt vorsingen, damit wir das wissen. Aber du singst ja nicht so aber gerne. Aber hier ist fast ein Kammerspiel. Hier für dieses große Haus ist nicht so wunderbar geeignet. Ja, genau. Jeremy, wenn du nicht den Chor begleitest oder Psychologe bist oder einstudierst, dann schlafe ich. Oder du machst noch was anderes. Erzähl doch mal, was du als Hobbys besonders gerne machst. Also Berlin ist immer für mich sehr interessant und ich bin hier seit 3,5 Jahren. Aber hast du eigentlich erst vor 3,5 Jahren angefangen, Deutsch zu lernen? Nein, also meine... Du sprichst nämlich schon wirklich sehr, sehr nein, gut. Nein, das ist... Aber danke. Aber mein Dirty Secret, meine Mutter ist Deutsch. Dirty Secret. Ja, aber ich war nicht zweisprachig aufgezogen. Aber ich habe deutsche Wurzeln. Aber es lag ein bisschen was in den Genen noch. Ja. Also ich habe ein bisschen Ahnenforschung gemacht, als ich hier kam. Und ich habe Wurzeln in Brandenburg. Also ein Ur-Urgroßvater wurde auf einen Kahn auf der Havel geboren. Okay. In der Nähe von Zedenick irgendwo. Ich habe ein 6-mal Urgroßvater, der für Friedrich der Große in den Du bist mehr Armee. Deutsch als eigentlich bist du Ire, ne? Ja, auch Ire. Halb irisch und auch Brite und auch Deutsch, also ein bisschen von alles. Aber Berlin bewundert mich immer. Ich fahre Rad gerne durch die Südwest-Berlin und gucke, weil also meine Umwelt, die Tiere, die Vögel und die Leute, die da wohnen. Und manchmal guckst du aber auch ganz woanders hin, ne? Ja, in den Himmel. Ich habe ein Teleskop. Das war interessant im Dezember, wenn die Jupiter und Saturn sehr nah zueinander waren. Also du bist ein großer Astronomie-Freund. Nein, nur Laie. Aber du hast ein Teleskop. Ja, aber weil die Himmel hier sind so klar. Wirklich? Ja. Über Berlin? Oder musst du ein bisschen rausfahren? Nein. Also ich wohne jenseits der Ringbahn und dort hat man plötzlich ganz klare Himmel. Sehr schön. Also zur Abwechslung und zum Entspannen schaust du in die Sterne und siehst vielleicht, was kommt. Vielleicht kannst du nochmal nachschauen. Das nicht. Ja, Jeremy, das war wunderbar. Vielen Dank. Erstmal, wir sind schon fast am Ende des Podcasts und diejenigen, die uns öfter zuhören, wissen, dass wir am Ende immer fragen, was das schrecklichste,
schrillste oder schönste Erlebnis an der Deutschen Oper Berlin gewesen ist. Was könntest du denn da erzählen? Es ist nie etwas Schreckliches passiert mit mich. Du warst aber Weihnachten schon da, als wir unter Wasser standen. Oh ja, das Aber unser Publikum ist so engagiert im Vergleich mit meiner Erfahrung bisher. Und die große Abende, dass wir haben, die Premiere von Heliane, und das war ein hoher Punkt. Also die Applaus da. Ich bin immer so stolz auf meinen Chor. Ja, das verstehe ich sehr gut. Ja. Aber gibt es nicht doch mal irgendein schrilles Erlebnis? Ist nicht doch mal was passiert auf der Bühne, hinter der Bühne, was wir nicht mitbekommen haben und was auch ein Dirty Secret ist? Das werde ich nie sagen. Wirst du nicht sagen. Okay, also dann kann ich dir nichts entlocken an der Stelle. Gut, Jeremy, vielen Dank, dass du heute hier warst und dass du uns unterhalten hast. Dir alles Gute für den weiteren Lockdown. Halt den Chor gut zusammen und wir freuen uns auf die nächsten Abende mit dem Chor. Danke für deine Zeit, bleib gesund. Auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie gesund, kommen Sie gut durch die fordernden Wochen und auf Wiederhören beim nächsten Duett, dem Operntalk des Förderkreises der Deutschen Oper Berlin.